Motion produces emotion. Also Bewegung erzeugt Gefühle. Wenn Sie zu mir kommen und sagen, Ihnen geht's gerade nicht so gut, dann frage ich gerne, wie machen Sie das? Wie machen Sie das? Sitzen Sie, und grübeln in so einer Haltung? Wenn Sie sich besser fühlen würden oder möchten, dann können Sie auch das tun, indem Sie Ihre Haltung verändern. Deshalb möchte ich Sie jetzt zunächst einmal bitten, wenn Sie Lust haben, lassen Sie doch die Hände fast bis zum Boden runtergehen, damit Sie so richtig hängende Schultern haben. Wunderbar. Und wie fühlen Sie sich denn jetzt? Ist ziemlich hoffnungslos, oder? Gut, und jetzt gehen Sie bitte langsam hoch und stehen Sie auf, wenn Sie möchten, und richten sich schön auf. Und jetzt sagen Sie Buongiorno. Buongiorno, der Krieg ist vorbei. Ich singe in einem Opernchor, also bei AIDA, bei den Bregenzer Festspielen. Und da machen wir diese Übung, um uns noch italienischer zu fühlen. Denn in Deutschland sagt man ja, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, der Krieg ist vorbei. Also ich möchte Sie dazu jetzt ermutigen, dass Sie jeden, den Sie hier im Saal sehen, begrüße mit buongiorno, der Krieg ist vorbei. Und vielleicht sogar eine Umarmung machen, wenn Sie sich trauen. Buongiorno, der Krieg ist vorbei. Ich mache es jetzt auch mal. Buongiorno, buongiorno, der Krieg ist vorbei. Buongiorno, 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 der Krieg ist vorbei. Buongiorno, buongiorno, der Krieg ist vorbei. Buongiorno, 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 richtig hoch. Buongiorno, 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 der Krieg ist vorbei. Buongiorno, der Krieg ist vorbei. Buongiorno, buongiorno. Auch wenn die wenigsten gerne ihr Gesicht zu einem Lächeln verziehen, so ist es wissenschaftlich fundiert, dass wenn sie lächeln, wenn sie buongiorno, buongiorno, oh, schon fühlen wir uns viel, viel besser. Also zweifeln Sie da an Ihren Zweifeln. Zweifeln Sie an Ihren Zweifeln und glauben Sie daran, dass yes, buongiorno, buongiorno. Und in Afrika gibt es ja die verschiedensten Stämme. Und wenn zwei Stämme, das haben wir auch in dem Open Core gemacht, wenn zwei Stämme sich da begrüßen, dann wollen die sich natürlich gegenseitig den Respekt erweisen. Und das geht dann mit Hu ha, Hu ha. Also wenn Sie Lust haben, können Sie sich jetzt nochmal aufstellen und machen wir Hu ha, Hu ha. Bitte Hu ha, 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 Hu ha. Ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha. Richtig respektvoll, genau. Und dann das andere ist dann jagedage, 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 ja. Jagedage, 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 ja. Jagedage, ja. Jagedage, ja. Jagedage, 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 ja. Hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha. Also, wunderbar. Geben Sie sich eine Runde Applaus. Ich möchte damit nur andeuten, dass diese Tänze, die wir in Afrika auch sehen, was ja also für jemanden aus dem Westen oftmals schwer verständlich ist, da kann ich den ganzen Stress loswerden. Machen Sie doch mal, wenn Sie möchten. Hu, ha, hu, ha. Ja, also die sind sowas von clever. Gut, wunderbar. Motion produces emotion. Also wenn Sie sich mal nicht so gut fühlen, dann wissen Sie jetzt, was Sie machen können. Ja, Worte schaffen Wirklichkeit. Ich bin ein freudiger Liebesnarr. Ich bin ein freudiger Liebesnarr. Mit übersprudelnder Begeisterung für grenzenlose Möglichkeiten. Und einem Samurai-Willen, die unmöglichsten Träume zu verwirklichen.
Mein Sinn besteht darin, das Göttliche zu gebären und die ungehörten Wünsche des Herzens mit einem Feuerwerk der Begeisterung auszudrücken. Der Narr gibt euch die Ehre. Ist doch was ganz anderes, als wenn ich sage, ja, ich bin Abteilungsleiter und werde wahrscheinlich in 2 Monaten gefeuert. Oder? Deshalb, von mir aus können Sie ruhig Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter sein, aber wenn Sie sich damit identifizieren, sind Sie wahrscheinlich unglücklich, wenn die Rolle überwältigend wirkt oder wenn die Kündigung ins Haus steht. Viel witziger, viel lustiger ist es, sich mit Tieren, mit Natur, mit Gefühlen zu identifizieren. Sagen Sie doch mal lieber, hey, ich bin sowas von schön. Liebe Idee? Ja, ja, rufen Sie sich selber nach. Was glauben Sie, wer ist schöner? Jemand, der sagt, ich bin sowas von schön. Und jemand, der das also zweifelt. Ich bin ein indisches Marshmallow. Ich bin das Rauschen des Meeres. Ich bin die Woge der Begeisterung. Ja. Schon Jaffes sagt, dass diese Welt aus Ton erschaffen wurde. Kennen Sie Jaffes, den Sufi-Dichter? Gott hat die Welt aus Ton erschaffen. Und er hat auch den Menschen aus Ton erschaffen. Und Gott wollte, dass die Seele in die Tonstatue des Menschen geht. Aber die Seele wollte nicht in die Tonstatue, denn die Seele wollte frei sein. Und dann ließ Gott seine Engel Musik spielen. Und da war die Seele so berührt von dieser Musik, dass sie freiwillig in den menschlichen Körper hineingegangen ist. Und dabei merkte sie, dass sie selbst das Lied war. Kommst du von weit her, fällt dir Nähe schwer, fühlst dich grad allein, oder spürst du den Sonnenschein? Es ist Zeit für ein neues Lied im ganzen Land. Lass uns tanzen zum neuen Lied. Find deine leere Hand. Und wo immer dein Herz jetzt ist, über dem Meer, wisse, dass du ein Wunder bist. Und liebe dich sehr, liebst du dich? Die Essenz der Erde ist das Wasser. Die Essenz des Wassers ist die Pflanze. Die Essenz der Pflanze ist der Mensch. Die Essenz des Menschen ist die Sprache. Und die Essenz der Sprache ist der Klang. Und die Essenz des Klangs ist der Urklang. Das sagen die Upanishaden. Und jetzt möchte ich mal, dass Sie mit mir einen Urklang singen. Lahu. 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 Illallahu. Ich kenne keinen Menschen, der Lahuhu sagt und dabei einen ernsten Gedanken fassen kann. Deshalb habe ich diesen Vortrag ja Lahuhu genannt. Und das ist übrigens ein Teil eines Sufi-Urklangs. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La illa la illa la hu. La illa la illa la hu. La hu. Das heißt so viel wie: Gütigster,
im Namen des Gütigsten, du bist der Einzige, den es gibt. Diese Welt besteht wegen dir. Du hast mich erschaffen. Und Sie wissen ja, dass ich auch Urklangmeditation unterrichte. Ich bin von Deepak Chopra zertifiziert. Und wenn Sie möchten, können Sie von mir Ihren Urklang zur Zeit Ihrer Geburt bekommen. Das ist der Ton, der Klang, den das Universum zur Zeit Ihrer Geburt gesummt hat. Und wir machen nachher auch noch eine kleine Meditation von Deepak Chopra. Ja, und nichts hat mehr Macht über dich als das, was du glaubst. Stellen Sie sich doch gerade mal vor, dass jeder hier in diesem Saal Ihr Feind ist. Jetzt stellen Sie sich vor, jeder in diesem Saal ist Ihr Freund. Die Welt ist eine Familie. Schön wär's. Die Welt ist eine Familie. Ja, zweifeln Sie an Ihren Zweifeln. Und ich glaube an das, was mich lebendig macht. Ich glaube an das, was mich lebendig macht. Ich glaube an das, was mich lebendig macht. Warum was tun, wenn's dich nicht glücklich macht? Warum was tun, wenn's dich nicht glücklich macht? Liebst du dich? Ich glaub an das, was mich lebendig macht. Genau. Was macht sie lebendig? Was macht sie lebendig? Darum geht es. Was macht sie lebendig? Manchmal, wenn ich mich nicht gut fühle, ist es, weil ich an etwas denke, was ich noch nicht habe. Die da drüben, die wäre echt nicht schlecht. Damit ich mich jetzt glücklicher fühlen kann, kann ich mich darauf besinnen, was ich jetzt habe. Ich kann mich hinsetzen. Hoppala. Und die Augen schließen. Die Aufmerksamkeit aufs Herz lenken und mich fragen, wofür bin ich dankbar? Können Sie die Augen wieder öffnen. Und schon fühle ich mich besser, weil ich an das denke, was ich habe und nicht an das denke, was ich nicht habe. Manchmal bin ich unglücklich, weil ich an etwas denke, was ich nicht möchte. Zum Beispiel, wenn ich denke, hoffentlich hole ich mir hier keine Abfuhr. Oder das ist etwas, was ich nicht möchte, folglich fühle ich mich nicht gut. Es ist deshalb viel klüger, sobald ich mich dabei erwische, zu sagen, was möchte ich denn hier? Ich möchte, dass ich mit offenen Armen empfangen werde. Wie fühle ich mich dann? Gut. Ich strahle auch schon mehr. Die Chance, dass mich andere mit offenen Armen empfangen, ist jetzt schon viel, viel größer geworden. Ich habe von mir schon öfters Videos gesehen und denke mir immer, so ein Sauertopf soll ja doch endlich mal mehr lächeln. Und das sieht so gekünstelt aus bei mir. Aber wenn ich es dann im Video sehe, dann merke ich, ja, so, das ist normal. Gut, also, wenn ich an das denke, was ich möchte, dann fühle ich mich viel, viel besser. Was sehe ich dann? Ah, glückliche Menschen, Freude, Friede. Und mühelose Spontanität ist der schnellste Weg, sich zu verwirklichen. Ich liebe diesen Satz. Und wunschlos glücklich werden wir dann, wenn wir dem Gedanken nachgehen, bevor er zum Wunsch wurde. Deshalb machen Sie doch endlich, was Sie wollen.
Hinter jedem Bedürfnis steckt eine Begabung. Verurteilen Sie sich nicht. Gehen Sie Ihren Bedürfnissen nach, gehen Sie Ihren Wünschen nach. Denn wenn Sie das nicht tun, dann wird diese Begabung, die Sie haben, diese Gabe für immer verschollen bleiben. Unsere Gaben, unsere Faszinationen, wir können sie nicht aussuchen. Sie suchen uns aus. Unsere Gaben und Bedürfnisse, das sind Geschenke zum Wachsen. Wenn wir diese Geschenke nicht wahrnehmen, bleiben wir im Sandkasten. Ja, und folge jedem Wunsch. Er wird dich zu Gott führen. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, um Gottes Willen, das ist jetzt das totale Chaos. Ich soll hier einfach das machen, was ich will. Da esse ich ja jeden Tag nur noch Schokolade und wirf mich jedem an den Hals, der mir gefällt. Ja, wunderbar, machen Sie das doch. Essen Sie doch nur noch Schokolade, bleiben Sie zu Hause, werfen Sie sich jedem an den Hals, der Ihnen gefällt. Ganz spontan. Und Ihr Körper wird Ihnen natürlich dann auch bald sagen, ah, Schokolade, gib mir was anderes. Ich habe genug Schokolade. Und wer weiß, von den 30 Leuten, die Sie heute umarmt haben, vielleicht ist einer dabei, der wirklich Ihr Seelenpartner wird, Ihr lebenslanger Seelenpartner. Folge jedem Wunsch, er wird dich zu Gott führen. Das Problem ist nämlich nicht, dass wir unseren Wünschen nachgehen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir unseren Wünschen nicht nachgehen. Das Unterdrücken von Wünschen, das macht krank. Das führt zu diesem ganzen Suchtverhalten, zu diesen ganzen Abhängigkeiten, zu diesen fürchterlichen Dingen, die manche Menschen tun, weil sie ihre Wünsche unterdrückt haben.